Hi Leute, heute geht's um den Fehler, den uns jemand eingebaut hat und die Entstehung von Krankheiten, die wirkliche Entstehung von Krankheiten. Heute möchte ich mal auf einen Punkt drauf eingehen und eigentlich hat mich Tina in der Zusammenarbeit draufgebracht und sie hat nämlich diesen Satz eingeworfen, jetzt so im Nachhinein, wir hatten nämlich neulich so ein kleines Feedback-Video aufgenommen, so ein Testimonial gemacht und da hatte sie nämlich auch, beziehungsweise ein Video für alle, die jetzt auch ins neue Programm kommen und die in die Zusammenarbeit kommen, einfach die Dinge, die ihr besonders geholfen haben. Und sie hatte dabei eben erwähnt, dass den Satz so überhaupt das, der möchte es nicht religiös anhauchen oder so, aber sie hat eben gesagt, dass der Schöpfer einem einen Fehler eingebaut hat. Und irgendwie hat dieser Satz bei mir so nachgewirkt und ich habe mir so überlegt, okay, ja, richtig. Wenn man sich das eigentlich mal anschaut, wenn man sich mal überlegt, wenn man Krankheiten anschaut und wenn man da jetzt zum Beispiel mit dem Konsens, mit der Schulmedizin in unserer heutigen Gesellschaft rangeht und dann sagt, okay, eine Krankheit ist irgendwie unheilbar und die ist irgendwie von irgendwo auf uns herabgefallen. Was man damit ja eigentlich impliziert, und wenn man sich mal umschaut, dann sieht man eine extreme Intelligenz in allem. Eine extreme Intelligenz. So, selbst wenn man sich eine Ameise anschaut, wenn man sich einen Käfer anschaut. Jedes Detail, wie allein die Bewegungen, alles, es steckt so eine Intelligenz in den Lebewesen, in den Pflanzen, in allen möglichen hier. Und wenn man jetzt davon ausgeht, Krankheiten sind irgendwie vom Himmel gefallen und ja, manche bekommen es, manche nicht, aber man kann auch nichts machen. Dann macht man dabei die Annahme, als wäre von Anfang an irgendein Fehler in unseren Körper einprogrammiert, dass man krank wird. Und wenn du dir mal überlegst, und dieses Bild möchte ich dir heute in dem Video eigentlich wirklich mitgeben, dass du dir dieses Bild mal in den Kopf malen kannst, dass du dir mal überlegst, stell dir mal vor, du hast einen Autohersteller. Und der Autohersteller baut von Anfang an einen Fehler in das Auto ein. Könnte heutzutage sogar vorkommen, weil manche damit Geld machen möchten. Kommt vielleicht bei manchen Produkten vor, aber normalerweise baut man ein Produkt, damit es so gut wie möglich und so lang wie möglich und so zuverlässig wie möglich hält. Und man baut ja nicht, ja, derjenige, der den ersten Flieger gebaut hat, er baut bestimmt nicht ein Flugzeug, wo er möchte, dass es abstürzt, wenn er da drin sitzt. Und wenn du dir den Körper anschaust und wenn man jetzt da sagt, okay, da ist aber mit Absicht ein Fehler eingebaut und da ist eine Krankheit und ich kann da nichts dazu. Was heißt, ich kann da nichts dazu? Die Umstände vielleicht auch. Nicht nur man selber, die Umstände heutzutage spielen sehr mit rein. Aber wenn du dir mal anschaust bei einem Auto, um bei dem Vergleich zu bleiben, wenn du jetzt ein Auto fährst und du lässt die Kupplung immer schleifen komplett. Gibst Vollgas, lässt die Kupplung immer komplett schleifen. Dann geht dir vermutlich zuerst ja, irgendwann die Kupplung kaputt. So. Wenn du mit halb angezogener Handbremse immer rumfährst, dann gehen dir vielleicht irgendwann die Bremsbeläge kaputt. Es fängt an zu stinken. So. Beim Körper genau das Gleiche. Man macht
Man benutzt seinen Körper falsch oder einfach nicht förderlich. So, man kann ihn so benutzen, es ist nicht falsch. Aber man macht ihn halt dabei ein bisschen kaputt. Und unser moderner Lebensstil ist dann ein Riesenfaktor, wo man vieles am Körper kaputt macht. Und wenn du dir das anschaust bei einem Auto, wenn du mit angezogener Handbremse fährst, dann gehen die Bremsbeläge kaputt. Wenn du bei deinem Körper dich überhaupt nicht bewegst, massenhaft, Industriekost, E-Nummern, Essen, das vor Monaten, Jahren zubereitet wurde, isst, dann gehen eben entsprechende Dinge kaputt. So bei dem einen ist es das Herz, bei dem anderen die Nieren, bei dem anderen sonst was. Und beim Auto genauso. Der eine fährt immer mit den Reifen über die Bordsteinkante und lässt schleifen, so irgendwann gehen die Reifen kaputt. Bei dem anderen gehen eben die Bremsbeläge kaputt, beim nächsten geht die Kupplung kaputt. So, und so hat man überall seine Schwachstellen in dem System. Was heißt Schwachstellen? Oder seine Fehlstellen, die kaputt gehen, wenn man ihn dementsprechend nicht richtig behandelt. Und man kann ja dann auch anschauen in unserer Zivilisation, was da so die Schwachstellen sind, was da am meisten passiert. Ja, Herz ist da zum Beispiel auch sehr betroffen. Und dementsprechend kann man da eben schauen. Und wenn man jetzt aber davon ausgeht, hey, da ist von Anfang an ein Fehler eingebaut, dann wird es eben schwierig und dann sollte man wirklich mal darüber nachdenken, ist dann ein Fehler eingebaut? Und erst wenn man diese Offenheit gewinnt, dem gegenüber, und zu sehen, okay, eigentlich könnte es ja sein, dass da kein Fehler eingebaut ist, sondern einfach unsere Lebensbedingungen, unsere Umgebung heutzutage und unser Lebensstil, Bewegung, frische Luft, Ernährung, die innere Entspannung. Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Wie gehe ich mit meinem Kopf um? Was für Gedanken schaffe ich? Wie angehaftet ist man daran? Alles spielt da mit rein. Und je nachdem, was man da eben nicht richtig benutzt, wie beim Auto, je nachdem, wie man fährt, ob man die Kupplung schleifen lässt oder ob man über jede Bordsteinkante fährt oder an jeder Bordsteinkante entlang schleift, je nachdem geht was anderes kaputt. Oder ob man sein Auto draußen parkt oder ob man es in der Garage parkt. Beim Auto mag es vielleicht besser sein, es drin zu parken, aber den Körper solltest du auch ab und zu mal rausbewegen und dann wirst du merken, dass dein Gesundheitszustand auch schon besser wird. Und das sind eigentlich die Punkte, wo man sich wirklich mal überlegen sollte, wofür ist unser Körper gemacht? Und was ergibt da eigentlich Sinn? Ist da irgendjemand, wer auch immer das hier kreiert hat? Ich habe keine Ahnung. Aber man kann ja sehen, dass hier sehr viel Intelligenz in allem drin steckt. Und habt ihr überall mit Absicht Fehler eingebaut? Oder bekommen das zum Beispiel auch andere Lebewesen auf diesem Planet viel leichter hin, sich gesund zu erhalten? Und wie schaut es mit Krankheiten bei Naturvölkern aus? Was haben die gemacht? Sind die genauso krank? Müssen die auch so viel Medikamente nehmen? Zum Beispiel, wenn man sich Studien eben anschaut, Durchschnittsdeutsche an über 200, also Durchschnittserwerbstätige ab, ja, 20 aufwärts, sowas, an über 260 Tagen im Durchschnitt, so Medikamententagesdosen, werden im Jahr genommen. Und dann kann man sich ja fragen, okay, ohne diese 260 Medikamententagesdosen pro Jahr, also fast jeden Tag werden Tabletten geschluckt, wodurch der Körper wieder ins Gleichgewicht gebracht wird. Ohne die würden die meisten durchdrehen, wären psychisch, emotional überhaupt nicht mehr in der Lage, hier ruhig zu sitzen, entspannt ein Video aufzunehmen, mit dir zu sprechen. Wären die meisten nicht mehr in der Lage zu, oder ihr Körper wäre nicht mehr in der Lage dazu, ohne Medikamente
überhaupt zu funktionieren. Und dann fragt man sich doch, okay, wie könnte das vielleicht wieder anders laufen, dass man nicht mehr abhängig von all diesen Dingen ist, wie man wirklich wieder freier, unabhängiger wird, man sein Leben wieder in die eigenen Hände nehmen kann. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wenn man sich dann mal informiert, und mir ging es zumindest so, und ich dachte immer, ich wäre gesund, ich war jung und habe damals Ernährung einfach nur zum Beispiel aus ethischen Gründen umgestellt. Mit 15 auf vegetarisch, dann mit 19 auf vegan. Und siehe da, dann habe ich erstmal gemerkt, wo ich auf eine pflanzliche Ernährung umgestellt habe, okay, Regenerationszeit war immer besser, ich hatte praktisch keinen Muskelkater mehr, ich konnte mich besser konzentrieren, sonst war ich bis mittags meistens in der Schule noch, während dem Studium, bis mittags sowie ein bisschen benebelt, sag ich mal. Man war einfach noch nicht so ganz auf der Höhe und erst so ab Mittag war ich dann wirklich da und wach und klar mit dem Kopf. Und das waren dann so die ersten Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, eigentlich dachte ich, hey, mach Sport, beweg mich, wie gesagt, bin jung, fit, gesund, passt alles. Aber dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie kann das Leben sich noch ganz anders anfühlen. Und oft hat man sich da so rein manövriert, so ganz schleichend. So ein schleichender Prozess beginnt auch damit, wenn man dann immer mehr ins Arbeitsleben natürlich eintritt, in der Jugend als Erwachsener, wo man dann einfach nicht mehr so viel draußen unterwegs ist oft. Mehr in geschlossenen Räumen, schlechtere Luft, schlechtere Haltung, weniger Bewegung hat. Und dann schleicht sich das so ein wie so ein ja, Klassenzimmer-Effekt, wo in der 6. Stunde der Lehrer reinkommt und sagt, hey, macht mal die Fenster auf, lüftet mal. Und dann macht man die Fenster auf und dann merkt man erstmal, in was für einer stickigen Luft man den ganzen Tag über gesessen war und das hat sich einfach so langsam gesteigert. Dann ist man vielleicht irgendwann mal zu faul. Am Anfang macht man noch viel Sport. Wenn man arbeiten anfängt, dann wird es vielleicht irgendwie ein bisschen weniger und man wird ein bisschen bequemer und die Lebensumstände werden, ja, steigert sich eben immer mehr und dann, wenn man erstmal wieder merkt, okay, in was für eine Situation habe ich mich gebracht, dann wacht man auf und ja, kriegt da wieder diese Klarheit. Aber dann kann man eben sehen, es gibt Alternativen und dass die Kupplung kaputt geht, hat einen Grund. Und dass die Bremse, die Handbremse kaputt geht, wenn man immer mit halb angezogener Handbremse fährt, hat auch einen Grund. Und dass die Reifen kaputt gehen oder die Felgen, wenn man immer gegen Bordstein fährt, hat auch einen Grund. Und vielleicht hat man bei vielen den Grund noch nicht rausgefunden. Aber wenn man wirklich offenen Auges hinschaut, dann kann man bei sehr vielen Sachen einige Gründe finden und kann man sofort umsetzen, auch schon präventiv und dann merkt man schon, okay, wie sich Dinge verbessern und verändern wieder. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich jedem Menschen auf der Welt. Und wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir das einen guten Impuls gegeben hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, teile das Video sehr gerne, dass es andere auch erfahren können. Und ansonsten, wenn du auch zum Beispiel deine Ernährung umstellen möchtest, schau gerne mal unter das Video. Vielleicht sprechen wir uns da auch mal. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und mach's gut. Bis dann. Ciao.